Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger. In der Nationalmannschaft absolute Größen. Doch auch sie haben mal klein angefangen. Niemand weiß das besser als Hermann Gerland, jetziger Co-Trainer beim FC Bayern und davor lange Jahre Boss der Jugendabteilung. Bastian Schweinsteiger war sehr talentiert. In der A-Jugend hat er nur Spirenzien gemacht. Hat den einen oder anderen, eine oder andere Streich gemacht, wo ich ihn immer gedeckt habe und ihm geholfen habe. Und habe gesagt, Basti, ich habe sonntags morgens kann ich mit meinen Kindern spazieren gehen und mit meiner Frau was machen, aber ich gucke immer die A-Jugend und möchte von dir ein gutes Spiel sehen, weil der Christian Nöhr, der genauso alt war wie er, 84 geboren und Lell und Rensing 84 geboren, die spielten bereits bei mir und er nicht. Und Vater Schweinsteiger stand immer am Zorn und gesagt, warum rückt der meinen Sohn nicht, warum rückt der meinen Sohn nicht? Und dann habe ich ihn gebracht, in Regensburg. Regensburg konnte aufsteigen und wir waren in der halben A-Jugendmannschaft da und Bastian Schweinsteiger spielte und spielte gut. Auf einmal kommt er mit ihm 17 Jahre zu mir und nach 16 Minuten will ausgewechselt werden. Da habe ich gesagt, Junge, du bist nicht ganz dicht, oder? Jetzt spielst du einmal, dann willst du ausgewechselt werden. Ja, aber dann war er in der Mannschaft und dann bin ich hinterher zum Uli gegangen und habe gesagt, Junge, du kannst ihm einen Vertrag geben. Und dann ist ein Vertrag gekommen. Gerland empfiehlt, Hoeneß reagiert. Nur bei Philipp Lahm war man sich anfangs nicht so ganz einig. Der wurde erstmal für 2 Jahre nach Stuttgart verliehen. Gerland klagte das Leid seiner Frau. Und dann hat meine Frau dann gesagt, ey, man kann das nicht sein, dass du dich vertust. Das kann doch nicht sein, dass keiner das sieht und du sagst mir jedes Mal Philipp Lahm. Und dann habe ich gesagt, wenn Philipp Lahm kein Superspieler wird, gebe ich meinen Fußballlehrer zurück und werde Volleyball oder Wasserball. Zum Berufswechsel kam es nicht. Lahm kehrte zurück, wurde zum Weltklasse-Verteidiger. Bei seinem Spiel geht Gerland noch heute das Herz auf. Ich esse gerne eine Bratwurst, lieber als ein Steak und als wie heißt der Sushi und so ein Zeug da, oder Langusten und so weiter. Ich esse lieber eine Bratwurst und dann ist wie viel Lahm Fußballspiel zu sehen, ist wie jeden Tag eine leckere Dünning auf Bratwurst. Gerland, Spitzname der Tiger, plaudert sich in Form. So bekommt auch ein Ex-Trainer noch sein Fett weg. Bayern München braucht den besten Torhüter Deutschlands und Manuel Neuer ist der beste Torhüter. Und da ist ja auch Louis van Gaal dann gescheitert. Der Louis van Gaal wollte den Kraft aufbauen als besten Torhüter von Deutschland. Aber länger kann man nicht trainieren. Ne? Ja. Solche Sprüche lassen sich auch nicht trainieren. Hermann Gerland, einfach ein Original. Bundesliga aktuell. Vom Montag bis Freitag immer 18:30 Uhr auf Sport 1.